This is United We Strike Radio on the International Community Radio Network. Don't buy, don't comply, ask why. UnitedWeStrike.com Radio. Bist du dran? Ja. Ja, Sie? Hallo, ja. Ja, geht's jetzt schon besser? Ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Ja. Ah, super. Also erstmal herzlich willkommen zu unserer heutigen United We Strike Radio Marathon Sendung. Und ich bin der Detlef von Wake News Radio. Und du bist der Urs Hans aus der Schweiz. Genau. So, und wir haben jetzt ein internationales Publikum, was uns auch zuhört, also wahrscheinlich eher auch Deutsch versteht. Wir machen es ja auch Deutsch, ja. Und die Zeit, die es braucht, werden wir uns nehmen. Ich habe nämlich noch im Anschluss eine Stunde, die ich auf Englisch machen wollte. Aber wir können ruhig Teil Deutsch damit rübernehmen, ist überhaupt kein Thema. Also du hast genug Zeit, deine Punkte hier zu erläutern. Weil ich hätte dich natürlich auch gerne nicht nur zu deinen Erfahrungen als als Biobauer mit Impfungen, was deine eigenen Tiere und so weiter angeht, gefragt, sondern natürlich auch zu deinen anderen Tätigkeiten und Erfahrungen bezüglich auf menschliche Impfungen, denn du bist da ja auch aktiv in dem Verein menschenverstand.ch beispielsweise. Ja, genau. So, jetzt müsst ihr mal gucken, habt ihr da irgendeinen Lautsprecher noch an im Hintergrund? Der würde, das wäre gut, wenn er den ausmacht, damit es keine Rückkopplung gibt. Jetzt geht's gut, ja? Ja. Super, ja, ganz fantastisch. Ja, und dann natürlich auch noch deine politische Tätigkeit, die du jetzt schon machst als Kantonsrat und dann natürlich deine Ambition als Nationalrat. Kandidat. Das wäre schön, darüber auch noch was zu erfahren. Und für diejenigen, die jetzt auch aus der Schweiz zuhören, Urs Hans ist jemand, den wir unterstützen sollten. Ja, weil ich mache jetzt auch so eine Serie für dich nochmal, Urs, zur Information über Leute, die also was Positives in die Gesellschaft tragen wollen und wieder ein bisschen Ethik einbauen wollen, auch in den in den politischen Rahmen. Und ich denke, die sollten zu Wort kommen können. Und jetzt gebe ich dir mal das Wort. Vielleicht kannst du dich auch noch mal kurz vorstellen, Urs. Ja, wie gesagt, mein Name ist Urs Hans. Ich wohne da im Tösstal und in einem kleinen Verzweigung im Neubrundertal, welches an den Kanton Thurgau grenzt. Und ich bin da aufgewachsen und wir haben dann Betriebe aufgebaut mit Mutterkuhhaltung und Biolandbau, umgestellt in den 80er Jahren. Also einer der ersten Biobauern in der Schweiz da eigentlich. Also es hat schon früher natürlich gegeben, aber dann hat es dann so nachher so einen richtigen Boom gegeben. Genau. Ja. Okay, und wie bist du denn da zu deinen politischen Aktivitäten gekommen als Kantonsrat? Was war da der Weg dahin? Ja, der Weg war eigentlich, dass ich die ganze Geschichte mit diesem BSC hat uns Bauern natürlich sehr stark bewegt. Und dann hat man auch nach Gründen natürlich gesucht. Die offizielle Version war ja gewesen, dass es das Fleischmehl ist, das gefüttert wurde. Und wir haben dann gemerkt, dass es ja Betriebe gab, die nie Fleischmehl gefüttert haben und dass irgendetwas an der offiziellen Erklärung nicht stimmen kann. Und dann, das speziell war, wir haben seit jetzt 28 Jahren, haben wir eine Alp in der Westschweiz, welche wir bewirtschaften. Und dort wurde regelmäßig das Leguon eingesetzt, den Kühen auf den Rücken geleert, gegen Dasselfliegen und wir sind überzeugt, mittlerweile in England war das Phosmet, auch ein Organophosphat, um die Dasselfliegen auszurotten. Und wir sind 100% überzeugt, dass diese Ausrottung, der Versuch, diese Parasiten auszurotten mit Nervengiften, Organophosphaten, dass das der Grund war für die Symptome, welche man BSE nannte, eben dass das Hirn schwammig wurde bei den Tieren. Also das heißt, und man hatte dieses Nervengift auf den Rücken geleert, also genau auf die Nervenbahnen. Und eigentlich jedes Kind hätte gefragt, kann denn das nicht schaden? Die Veterinäre sagen, ein kurzzeitiges Aufgießen von Nervengiften macht nichts. Aber eben bei einem Teil der Kühe hat es dazu geführt,
da sind wir 100% sicher, dass die eben dann Nervenschädigungen hatten. Und das ist eben BSE. Ah ja, also das da stecken dann eher solche Maßnahmen wie Impfung oder eben solches Einführen von schädlichen Stoffen, die dazu beigetragen haben, dass die Tiere erst wirklich krank wurden, oder? Genau, und das wird natürlich nie untersucht, weil das ist jetzt auch politisch unser Kampf. Wir wollten, dass das untersucht wird, dass die Schäden dokumentiert werden, dass eine unabhängige Stelle das beurteilt. Und was ist geschehen? Sie haben gar nichts untersucht. Die Bauern mussten es selber dokumentieren. Und den Bauern sagte man dann, ja, ihr seid keine Spezialisten, eure Untersuchungen gelten nichts, oder? Und die Offiziellen, denen war es praktisch Veterinäre, alle, da war Deckel drauf, die durften gar nicht darüber reden, dass es so viele Schäden gab. Und das funktioniert natürlich in der Humanmedizin genau gleich. Hätten wir eine objektive Beurteilung nach solchen Impfkampagnen, dann würde doch nicht, gar nicht mehr geimpft. Ja. Ja, wir haben also ja auch in der Dokumentation von ganz, ganz vielen Seiten, wir werden das auch heute noch als Thema haben im Laufe der United Strike Radio Marathon-Sendung aus den USA, wo sehr viele solche kritischen Punkte diskutiert werden über Impfungen, schon gehört, dass es ja sehr viele Todesfälle gibt, überhaupt erst nach den Impfungen oder eben sogar erst die Erkrankung nach Impfungen eintritt. Hast du da solche Erfahrungen auch gemacht? Ja, davon haben wir natürlich gehört und vor allem haben wir das ganz eins zu eins gesehen bei den Tieren. Also zum Beispiel, mein Altnachbar hat im Jahre 08 wie ich nicht geimpft, hat dann aber sich 09 drängen lassen und von 50 Kühen haben 15 abortiert. Also, und eine, die sei gleich auf der Altwiese verblutet. Solches Szenen hat er noch nie gesehen. Und eben, es schädigt die Frucht, also die Nachwuchs. Entweder kommen sie noch knapp lebendig auf die Welt und sind so dann verendet. Und es schädigt die Eutergesundheit. Viele hatten Milchprobleme. Schlechte Milch, einen kenne ich, der hat einen Monat lang von 60 Kühen keine Milch abliefern können, Riesenschaden, das wurde alles geleugnet. Und das Wichtigste, das Witzigste an der Geschichte ist eigentlich, dass auf den Packungsbeilagen aller Firmen steht, dieser Impfstoff, das steht dann auf Englisch, aber dieser Impfstoff ist nicht getestet bezüglich Trächtigkeit und laktierender Tiere, also Euter und Trächtigkeit. Und dort hatten wir die größten Verluste, aber viele Tiere, die haben auch Schädigungen an inneren Organen erlebt und sind nachher einfach elendiglich verreckt, kann man sagen. Und das Veterinäramt im Kanton Zürich weiß, ist bewiesen, die haben sich geweigert, das zu untersuchen. Jetzt, ja. Liegt natürlich die Frage jedem im Munde, und ich spreche sie jetzt mal so aus, aber es dürfen übrigens auch alle Zuhörer, die jetzt eingeschaltet haben, gerne ihre Fragen auch an den Urs reinschicken oder Kommentare unter radio@wakenews.net. Und wenn da was reinkommt, Urs, bist du einverstanden, können wir die ja vielleicht auch mal diskutieren. Ja, klar. Warten wir das mal ab. Aber jetzt ja. Die Frage, die mir natürlich auf den Lippen liegt, ist, das Veterinäramt oder irgendein Veterinäramt ist doch dafür zuständig, auch die Dinge zu prüfen, die geschehen, ja. Und sollte ja eigentlich nur das Beste im Sinne haben für Bauern und für Tiere, für die Gesundheit. Warum nun kommen solche Reaktionen dir oder anderen gegenüber, dass sie sagen, also ja, das wird halt nicht getestet und so. Also das klingt ja schon sehr, sehr merkwürdig. Ja, das ist ganz merkwürdig. Wir hatten auch sehr viele Kontakte nach Deutschland und Österreich. Und im Prinzip war das auf EU-Niveau. Das ist die EMEA-Organisation, die das beschlossen hat, dass da geimpft wird. Und überall wurde es eigentlich, lief es praktisch identisch ab. Es wurde geimpft und die Tierärzte haben nachher die Schäden verschwiegen. Für uns absolut unverständlich, dass die Ämter, nachdem die so viele Schäden bekannt wurden, dass die dann nicht sofort reagiert haben und sagen, weil sie haben ja vorgegeben, wir machen das aus Tierschutzgründen, damit die Tiere nicht krank werden. Und dann sind viel mehr Tiere krank geworden von der Impfung als von der Krankheit je krank geworden wären, weil die Zahlen hatten wir von Nordrhein-Westfalen, gab es eine Studie, da waren 1,96% des Rindviehbestandes
hatte Symptome der Blauzungenkrankheit gezeigt und davon war die Mortalität 11%. Das gibt genau 2 Promille, also 2 auf 1000. Und der Bauer hat ganz andere Gründe, weshalb er viel mehr Tiere verliert aus einem Bestand also von 1000 Tieren. Also das ist lachhaft, 2 von 1000, das ist einfach nichts. Das könnte eine mit sonst Lungenentzündung sein oder sonst was. Also das wurde so derart hochgespielt und weshalb sich die Veterinäramter dann eigentlich nach nur schon bereit erklärt, bei dieser Angstkampagne mitzumachen, war schon fragwürdig. Aber das wird natürlich dann einfach durchgezogen und als sie gemerkt haben, dass die Schäden so groß sind, war einfach die Devise, es muss verschwiegen werden und da haben wir nicht mitgespielt und deshalb, das kann ich auch sagen, ich am 28. habe ich einen Gerichtstermin im Bezirksgericht und wir sind jetzt zweimal bis vor Bundesgericht gegangen, die haben uns Verfahren angehängt, einfach all denen, welche sich geweigert haben zu impfen. Da wurden Betriebskontrollen gemacht, razziamäßig und da wurde nach Sachen gesucht, um einem ein Verfahren anzuhängen. Also praktisch alle Betriebe, die sich geweigert haben, hatten Verfahren am Hals durch das Amt, weil es durfte nicht wahr werden, dass sie Schäden hatten und darüber öffentlich geredet wird. Also was ich jetzt eigentlich tue. Ja, das ist auch klasse und wir werden das also so breit streuen, wie nur irgendwie möglich. Und wo immer wir euch unterstützen können, weil wir sind dafür und sind der Meinung, dass man eigentlich immer alles hinterfragen sollte und nichts Unsinniges machen sollte und schon gar nicht gewissen Leuten in die Tasche spielt. Denn diese Impfungen kosten ja ein riesiges Geld und wahrscheinlich profitieren doch irgendwelche Gruppen oder Firmen von eben diesen Impfungen. Kann das sein? Ja, das ist ganz klar. Und das Schlimme ist natürlich auch, muss ich auch sagen, die Ausbildung der Veterinäre, weil die lernen einfach, es gibt keine Schäden. Das war schon, wir hatten früher mal eine Rauschbrandimpfung machen müssen und das hat uns dann eben gelehrt. Und da hatten wir genau die gleichen Symptome, also Kälbchen waren nicht überlebensfähig, die kamen auf die Welt, waren quietschfidel, nach 3 Tagen sind die verendet, das war eine ganz schlimme Situation. Und dem Tierarzt habe ich das gesagt, dann habe ich gefragt, kann das die Impfung sein? Das sagte, nein, das ist alles getestet. Und der Tierarzt hat auf die Packungsbeilage gelesen, aber wir haben dann eben begonnen, die Packungsbeilagen zu lesen und gelernt, dass die Firmen, die sind fein raus, weil die schreiben sie auf die Packungsbeilage, aber die Ämter haben uns gezwungen. Und deshalb natürlich der Widerstand der Ämter. Das ist ganz klar. Deshalb okay. Sag weiter. Deshalb brauchen wir unabhängige Institutionen oder Kommissionen, welche diese Schäden überhaupt beurteilen und natürlich nicht das Amt selbst, weil heute ist es so, dass das Amt die Schäden beurteilt und natürlich darüber hinweg sieht. Ja, das ist natürlich wieder verwirrend, weil wir finden das eigentlich auf jeder Ebene. Man hat das Gefühl, der Staat in Anführungszeichen oder die Behörden sind ein vom Volk losgelöstes Instrument und arbeiten gar nicht mehr für das Volk oder für die Bedürfnisse des Volks, wie es eigentlich ja sein müsste, sondern haben irgendwie so ein Eigenleben oder vertreten Interessen von irgendwem anderen, aber nicht von dem des Volkes. Wie siehst du das eigentlich? Das ist natürlich jetzt generell etwas vielleicht, aber was hast du für einen Eindruck? Ja, das ist genau so, dass schlussendlich regieren eigentlich die Verwaltungen und die Verwaltungen stehen unter dem Einfluss der Industrie. Und die Politiker getrauen sich nicht, genau hinzuschauen. Das haben wir ja dann gemacht, aber die meisten, wir haben auch Vorstöße gemacht im Rat. Wir sind unterlegen, weil die meisten quasi konnten sich nicht vorstellen, dass die Experten und dass die Wissenschaft eben nicht recht hat. Und die Politik, und so gesehen haben wir ein super System, aber das wird ausgehebelt, indem man immer mehr so das Expertentum fördert und die Politiker fragen die Experten und fragen nicht selbst und untersuchen nicht selbst. Und das, so wird eigentlich die werden gewählte Politiker ausgehebelt, wenn sie sich nicht die Mühe nehmen, die Sache selbst zu untersuchen. Und ich sage immer, heute regieren mehr und mehr die Experten
Und die arbeiten meistens für Firmen oder ja. Das ist, die Unabhängigkeit ist nicht gegeben. Und in der ganzen, auch in der Humanmedizin läuft das genau gleich. Ja, also ich meine, du nimmst eigentlich den Finger da in die Wunde, weil das ist ja nicht nur im Bereich jetzt von Tiermedizin oder von Veterinärangelegenheiten, sondern es ist eigentlich leider überall zu entdecken, dass es doch sehr viele Politiker gibt, die andere Interessen verfolgen, möglicherweise eben durch Lobbying beeinflusst werden, bis hin zu Korruption. Das wird ja auch hier und da aufgedeckt, nicht? Also nicht nur jetzt in der Schweiz, sondern europaweit, nicht? Das ist ja überall, weltweit sogar, wenn man will. Deshalb finde ich es ja so toll, dass du eben dich selbst auch politisch engagierst. Vielleicht kannst du da nochmal darauf eingehen, was ist das der Grund gewesen, weshalb du jetzt als Kantonsrat tätig bist? Ja, die Motivation war natürlich, wir haben das mit der Gentechnologie eng begleitet. Wir haben damals Public Eye on Science gegründet, um die Wissenschaft eben transparent zu machen und Sachen, Studien zu übersetzen, welche die Lobby eben nicht übersetzt oder die Hochschulen, um den Leuten bekannt zu machen, wie es rauskommt mit Gentechnologie in Kanada oder jetzt in Südamerika, um die Leute zu informieren. Und die Geschichte ist eigentlich, dass man das natürlich uns Bauern, also das war eine Gruppe Bauern, die wir die Public Eye gegründet haben. Aber uns spricht man natürlich, im Prinzip würde man am liebsten uns das Recht absprechen, darüber zu sprechen. Aber die sprechen uns natürlich überhaupt die Fähigkeit ab, uns mit solchen Themen zu befassen. Und macht man das aber seriös, dann weiß man schnell mal genauso viel oder noch mehr als irgendwelche Professoren, welche in der geschützten Werkstatt da Genmanipulation betreiben, weil die haben ja dann mit der Realität als Landwirt überhaupt nichts zu tun, sondern die arbeiten für Firmen. Und genau das ist der Punkt. Wir müssen wieder alle lernen, nicht nur Experten anzuhören, sondern sich selbst ein Bild. Die meisten Sachen sind ganz einfach, sie werden nur kompliziert dargestellt. Ich habe einmal erlebt an einer Veranstaltung, als wir da die Gentechnologie als solches kritisiert haben, hat ein Genforscher gesagt, ja, die Sache sei halt so, es sei so kompliziert, ihr versteht das nicht. Man muss sich kurze Zeit damit befassen. Warte mal, Urs, ich muss gerade mal unterbrechen. Ja. Weil wir sind jetzt gerade am Punkt einer kurzen Pause und ich werde dich gleich wieder in die Sendung holen. Du hast ja dann noch ein paar Minuten Zeit, nehme ich an, dass wir das zu Ende diskutieren können. Bleib bitte dran. Ich bin gleich wieder zurück mit dem Urs Hans. Wir gehen in eine kurze Pause. Bis gleich. Ihr seid vom Wakeness Radio, United Beside Radio Marathon. UWMS Radio and the International Community Radio Network is a joint partnership in Internet Community Radio. Working to give each country a voice on a united global platform.
This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. You're listening to UnitedWeStrike.com Radio on the International Community Radio Network. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, hier ist Herr Detlev von Wake News Radio and United We Strike Radio Marathon. This is Detlev of Wake News Radio, United We Strike Radio Marathon. And we are actually in our English speaking hour, but I want to finish my interview with Urs Hans. Also wir sind jetzt eigentlich schon im englischen Part unserer heutigen Übersendung, aber ich will noch das Interview mit Urs Hans fortführen, weil er erst später in die Sendung kommen konnte. Und deshalb nochmal einen kurzen Hinweis für unsere englischsprachigen Zuhörer. So for English speaking listeners, I shall be switching over to English in about 20 to 30 minutes, so stay tuned and it will be very interesting.
Also, jetzt haben wir ja vom Urs schon einiges gehört. Urs, bist du wieder in der Leitung? Ja, ja. Ah ja, super. Und wir hatten also so einiges gehört. Und wir sind natürlich alle gespannt zu hören, was du da noch für Erfahrungen gemacht hast und warum du politisch aktiv bist und wie wir natürlich auch deine Sache unterstützen können. Und du wirst also jetzt noch weiter mal erzählen über deine Erfahrungen mit Impfungen bei Tieren, aber auch Impfungen mit Menschen, mit der Zwangsimpfungsüberlegung der Schweiz und natürlich dann auch über deine weiteren politischen Pläne berichten. Also Urs, ich gebe dir mal sozusagen das virtuelle Mikrofon. Ja, besten Dank. Ja, die Geschichte ist ja, dass eben, das habe ich schon angetönt, dass die jenen, die verweigert haben zu impfen oder Tiere eben geschützt haben dadurch, dass die meisten jetzt in Verfahren verwickelt wurden. Bei mir sind es jetzt gleich, waren drei verschiedene Verfahren wegen der Sperre, die ich nicht eingehalten habe. Ich hätte nicht auf meine eigene Alp fahren dürfen. Dann in der Westschweiz im Kanton Freiburg haben sie mich eingeklagt, dass ich meine Tiere auf der eigenen Alp abgeladen habe, weil das wurde dann eben verboten, nicht geimpfte Tiere. Obwohl, das ist auch lachhaft, weil alle Gämsen und Steinböcke, die in der Gegend auch sind, die wurden ja natürlich nicht geimpft und könnten den Virus ja auch weitertragen. Also es geht eigentlich gar nichts auf bei dieser ganzen Geschichte, von den welche sie da organisiert haben, von der Ausrottung. Wie gesagt, ich habe schon erwähnt, dass der Befall eigentlich nur im 2%-Bereich liegt. Und das wird schon als solche bezeichnet. Das ist natürlich auch. Und eben die Gerichte habe ich jetzt einen Fall in der Westschweiz. Wir waren jetzt schon das zweite Mal bis vor Bundesgericht. Und wie gesagt, hier im Kanton Zürich bin ich am 28. Oktober um 9 Uhr vor Bezirksgericht, weil ich eben so schlimme Sachen gemacht habe, wie nicht meine Tiere geimpft zu haben und solche Geschichten. Ja. Ja, jetzt Urs, wenn du da am 28. Oktober deinen Termin hast, kann man dich da irgendwie unterstützen? Ist es vielleicht sinnvoll, dass mal Leute mit in dem Gerichtssaal sitzen, zuhören oder sich vielleicht da sogar vor dem Gerichtssaal einfinden? Hilft dir das? Also ich bin sicher, dass werden einige Bauern kommen und jeder soll kommen und jeder ist dann ein Bauer. Das, ja, ja. Das ist ganz klar, es ist angenehmer als alleine vor Gericht zu stehen und dann sieht man, ich denke auch ein Teil der Presse wird kommen, also ich werde, mein Weg ist eigentlich meistens das Zeug transparent zu machen und deshalb rede ich davon. Das Ziel dieser Leute wäre eigentlich, uns mundtot zu machen und dazu sind wir nicht bereit und da haben sie keine Freude dran. Ja, dann sag doch bitte nochmal die Adresse, wo man sich mit dir in Verbindung setzen kann, beziehungsweise wo man hinkommen soll am 28.10. Ah, das ist ganz einfach. Das ist das Bezirksgericht in Winterthur. Das ist nicht weit vom Bahnhof entfernt. Um 9 Uhr steigt die Sache. Okay, also alle, die den Urs in seiner Sache und die Sache ist ja für uns alle eigentlich, unterstützen will, in der Nähe vom Winterthur ist, kann also nach Winterthur kommen zum Bezirksgericht. Also in der Nähe vom Bahnhof, ja genau. In der Nähe vom Bahnhof um 9 Uhr in der Früh. Bitte seid zahlreich da. Genau. Ja, das wäre super. Ja, und was können wir noch tun, um dir zu helfen oder dich zu unterstützen in dem Kampf gegen diese Tyrannei? Für mich ist es eine Tyrannei. Ja, absolut. Das ist eben, unsere Demokratie wird einfach pervertiert durch diese fehlgeleitete Information auch. Und das dagegen kämpfe ich an. Und viele werden natürlich, die lassen sich wählen und die sind dann selber Teil der Lobby, weil sie gehen irgendwie für irgendeine Industrie und stimmen dann entsprechend ab. Aber wir haben eigentlich die Pflicht auch für die Wahrheit oder für, das tönt dann halt fast bombastisch, auch für das Volk natürlich, das sagt jeder. Aber es ist ganz klar, wir müssen das Gesamtinteresse vertreten und dann gehört es halt untersucht, wenn die Industrie eine Impfung machen will, dass das untersucht wird. Und das wurde bis jetzt verhindert. Und da sind wir genau bei der Humanmedizin, weil da ist jetzt auch so, dass in der Schweiz die Gesundheitskommission des Nationalrates mit knapper Mehrheit beschlossen hat oder dem Bundesrat empfiehlt, dass eben der Bund und Kantone das Recht haben sollen, Zwangsimpfungen für Leute anzuordnen. Und da wehren wir uns natürlich konsequent dagegen,
Wir haben uns bei der Schweinegrippe schon gewehrt und wir haben damals menschenverstandschweiz.ch gegründet, das ist auch eine Homepage, und einfach um bekannt zu machen, Studien aufzulegen, und ich glaube, das hatte auch einen gewissen Erfolg gebracht, weil die merkten, ah, da wird informiert. Und jetzt für noch kurz zu den Wahlen, wir haben eine kleine Seite gemacht zu den Wahlen, da sind eben auch so Dokumente drauf und der Kurzfilm zu Blauzungen-Impfschäden, da ist ein DVD drauf und dort, das heißt einfach www.oshans.ch. Da kann man sich schlau machen über, was so meine politischen Ziele sind. Ja, du hast ja auch noch eine andere Seite, wo du aktiv bist, das ist Public Eyes on Science, glaube ich, heißt das. Ja, das war die erste Geschichte eigentlich mit gegen Gentechnologie. Da ist noch nett, weil hier und da melden sich Leute per Mail und sagen, na super Sache, die Homepage Public Eye on Science, oder die andere ist ja dann Bauernverstand.ch, die über die Impfung berichtet, und die dritte ist eigentlich das über die Humanimpfungen, Menschenverstand Schweiz. Und ja, ich sag's einfach auch, das geht ja darum, dass wir unseren eigenen Hausverstand wieder brauchen müssen und nicht runterkriegen lassen sollen von irgendwelchen Schwätzern, die sich als Experten ausgeben, weil jeder, wenn er sich mit einer Materie befasst, ist auch schnell mal Experte. Und wenn er das unbefangen macht, dann ist er eben unabhängiger Experte, nicht wie die anderen, die für irgendwas halt lobbyieren, oder? Ja, das ist der Sumpf, den wir eigentlich austrocknen müssen, und den meisten Menschen ist es, glaube ich, gar nicht bewusst, dass das so abläuft, ne? Denn das liest du normalerweise ja auch nicht in den, ich nenne die ja Matrix-Medien, also die Massenmedien, die also da ja auch nicht so berichten dürfen darüber, weil sie ja auch nicht unabhängig unbedingt so sind. Ich meine, ich will es jetzt nicht hier irgendwelche Namen nennen, aber es ist den Leuten nicht bewusst. Ja, das ist klar. Also ist mir letztlich passiert, da war ein Anlass an der ETH oben zu Gentechnologie. Bin ich halt natürlich dabei gewesen, habe auch das Wort ergriffen, aber man merkt, die zucken zusammen, die Forscher, wenn ich was sage als Bauer, ist ja zum Lachen. Und im Nachhinein habe ich bei einer anderen Gelegenheit einen Mikrobiologen getroffen, er hat mich angesprochen und gesagt, jetzt sei ihm auch noch was passiert, jetzt hätte er, sein Chef hätte gesehen, dass er mit mir gesprochen habe, und jetzt würde er nicht mehr sprechen mit ihm. Also das ist die heutige Situation mit Informationen, also das ist ja schlimmer als ja, das ist eben die Kommunikation, das ist ja auch mein Thema, die ist so gelenkt heute, dass auf einer ETH nur das raus darf, was gut ist für die ETH, dass sie ein gutes Rating haben, und was sie machen, das läuft eigentlich unter Verschluss. Das ist ja nichts mehr, die Öffentlichkeit kontrolliert das nicht mehr, die lassen ihre großen Papers raus und plagieren eigentlich über den super Rating, aber was damit gemacht wird, da hat die Bevölkerung keine Ahnung. Keine Ahnung, ja, das ist wirklich schade. Die pushen voll Gentechnologie, für die ist es gar keine Frage, dass Gentechnologie sich durchsetzen wird. Frage ist für die nur wann. Und ja, für uns ist das ganz anders. Für uns kommt das einfach schlichtweg nicht in Frage, weil das macht die bäuerliche Landwirtschaft kaputt. Ja, ich habe jetzt hier mal so ein paar Kommentare von Zuhörern, die ich kurz vorlese. Hier steht: Hi Detlef und Urs, betreffs Impfung kann ich nur sagen, lasst euch ja nicht impfen. Ich habe mal bei der Lebenshilfe gearbeitet im Bereich Förderung von Schwerstbehinderten. Die wurden auch einfach geimpft, konnten ja nicht sagen, dass sie es nicht wollen, weil sie nicht dazu in der Lage waren. Sie wurden danach krank und selbst ich habe mich danach bei ihnen angesteckt. Manchmal denke ich auch, dass diese Viren erst mit den Impfungen in Umlauf gebracht werden. Ach ja, später auch mal eine Kollegin hat sich impfen lassen und zwei Tage später hatte sie eine fette Grippe. Klar. Ja, ist also unglaublich, ne? Was hast du da auch so Infos da über den Menschenverstand-Verein oder dass sowas möglich ist? Ja, eben, also bei uns auch ganz lustige Geschichte. Wir hatten Spitex, das ist so, Leute werden versorgt zu Hause. Anstatt dass sie im Spital sind, so betagte Leute, die dann einfach so
Hilfestellung brauchen, es wird gekocht oder Haushalt gemacht und so weiter. Und da hat es Angestellte gehabt und im Vorgang zur eben der Schweinegrippe hat man denen gesagt, ihr müsst impfen. Und da hat eine Bauersfrau gesagt, ich lasse mich nicht impfen. Da haben sie gesagt, ja, dann kannst du da zu Hause bleiben. Dann blieb sie zu Hause und nach irgendwie 14 Tagen haben die telefoniert, ob sie nicht unbedingt kommen könnte, weil die Leute, die geimpft wurden, auf alle Fälle ein Teil, die waren dann krank, oder? Und Och, das ist ja Wahnsinn. Und die Pöstler in einem Nachbardorf, oder sind auf zwei, eine größere Ortschaft, die haben sich, damit sie die Zustellung der Post gewährleisten konnten, auch impfen lassen. Und da waren halt beide 14 Tage lang hatten die Grippe. Also es ist einfach zum Lachen. Aber niemand hat das seriös dokumentiert. Schlussendlich sagen die, ja, in der Schweiz haben ja da nur 15% geimpft, oder? Und ist ja zum Lachen. Oder? Die Grippe war weg. Und zudem, jeder Mensch und jedes Tier hat eine eigene Immunabwehr. Ja. Und da gibt's sogar, die geben Professoren am Tierspital zu, die ältesten Kühe haben die beste Immunabwehr und das ist bei den Menschen auch so. Also die haben, wenn man mal eine Grippe durchgemacht hat, dann hat man für meistens lange Zeit Ruhe, bis man irgendwie mal halt geschwächt ist und dann hat man wieder mal eine Grippe und dann ist das wieder gut. Okay, also das ist das künstliche quasi Abwehr gegen Viren, das ist ja dann oft eben mit noch viel größeren Schäden verbunden, so wie es die Frau jetzt gesagt hat. Ja, und ich habe jetzt gerade nochmal einen nachfolgenden Kommentar. Hallo, Impfen hat nur einen Zweck, unser Immunsystem immun zu machen, beziehungsweise damit wir uns nicht den evolutionären kosmischen Plan anpassen können. Fakt ist, dass ein gesundes Immunsystem die Aufgabe hat, uns den allgemeinen Umgebungsverhältnissen zu adaptieren. Das genau wird verhindert bei Impfungen. Fazit, sie wollen nicht, dass wir uns zu weit entwickeln. Chemtrails haben die gleiche Aufgabe, zudem wirken sie wie ein Filter und das Sonnenlicht wird gebrochen. Jede Pflanze reagiert bei so etwas mit Veränderungen im Wachstum, Form und so weiter. Was das bei Menschen anrichten kann, ist auch klar, denn ein Sonnenlichtmangel hat zur Folge, dass Neurotransmitter wie zum Beispiel Serotonin und Hormone wie zum Beispiel Vitamin D geringer produziert werden. So wird künstliche Depression erzeugt. Eine Meinung eines Zuhörers. Was kannst du da noch was ergänzen oder siehst du es anders? Oder? Ja, also mit den Chemtrails, das habe ich auch gehört. Das ist ja lustig. Das ist ja, sind ja auch Aluminiumhydroxide, die da, also Aluminium, das verstreut wird. Und Aluminium, das ist zum Beispiel in Impfstoffen. Das Schlimmste, also Aluminium und Quecksilber und Aluminiumhydroxid, das gibt ja diese Nervenschädigungen. Das war auch verantwortlich für das Gulf War Syndrom. Ja. Dass ja mehr Amerikaner sind zu Hause dann gestorben als überhaupt im Irakkrieg gegen Saddam Hussein. Weil die von den Impfungen, die sie verabreicht wurden, dann eben nachher im Nachhinein krank wurden. Die sind zum Teil auch elendiglich krepiert und der Staat hat sie nicht mal entschädigt. Also, Aluminiumhydroxid, das ist was Teuflisches, würde ich sagen. Und das ist genau in Impfstoffen drin. Und ob das jetzt Chemtrails oder Impfstoffe, das ist, ich meine, ich denke, viele wissen es wahrscheinlich nicht, die das anrichten, aber das ist also absolut verwerflich, was da passiert. Weil, wie es die Person gesagt hat, wir haben ein Immunsystem und wenn wir Zeit haben, uns da zu adaptieren, es ist logisch, wenn jetzt einer nach Afrika fliegt, dann ist er überhaupt nicht, oder sein Immunsystem ist nicht gewappnet für all die lustigen Viren, die es da unten gibt. Und dann, wenn er es schnell machen will, kann er sich ja irgendwie halt künstlich immunisieren und vielleicht hat er dann Glück und vielleicht hat er Pech. Aber wenn er langsam nach Afrika laufen würde, dann würde er wahrscheinlich nicht mal krank. Ich weiß es nicht. Aber logisch, wenn man in ganz andere biologische Systeme geht, dann die Afrikaner, die sind natürlich dann, die sind immun und dann denen macht das nichts und ja. Und, ja, jetzt ist es ja so, du willst ja deine Erfahrung und das Aufzeigen deiner Missstände auch in Form politischer Einflussnahme verändern. Und wie hast du das jetzt vor? Du kandidierst als Nationalrat. Du bist jetzt Kantonalrat und willst aber als Nationalrat dich wählen lassen. Wie soll das gehen? Was sind deine Ziele? Und wie kann man dich da eventuell unterstützen? Ja, ganz konkret, indem man, wenn man Schweizer ist, konkret im Kanton Zürich lebt,
die Stimme zweimal mir gibt. Das ist das Einfachste. Ja. Und das Ziel, das ist ganz klar, was ich auch im Kantonsrat mache, halt auf solche Sachen aufmerksam machen. Das ist von der Lobby nicht so beliebt, aber das geht genau darum, dass, also wenn wir das einfach so treiben lassen, dann ist das wird die schönste Demokratie zur Diktatur, und zwar ohne, dass die Leute merken. Und da möchte ich Transparenz herstellen, und wir müssen uns einmischen, damit befassen, und dann merken wir, dass wir relativ schnell so klug werden und so viel. Es geht ja nur um Wissen. Also da muss man auch kein Hochschulabitur haben oder was immer. Man muss sich das Wissen aneignen, kann man mitreden. Und genau das wollen sie ja, dass wir uns gar nicht getrauen, mitzureden. Das ist die Geschichte dahinter. Und ich habe jetzt oft festgestellt, auch in Podien und auch in wissenschaftlichen Diskussionen, also da wird man sehr ernst genommen, wenn man klare Positionen vertritt. Ja. Und du hast ja auch auf deiner Webseite, das ist nochmal urshans.ch, auch einen Link, wo man dann also Informationen über dich bekommen kann. Und du bist aufgestellt in der Liste der Grünen, glaube ich, ist richtig, gell? Liste 4. Und zweimal auf dieser Liste müsst ihr, wenn ihr in der Schweiz dort wahlberechtigt seid, ankreuzen, den Urs Hans. Genau. Super. Ich meine, ich habe natürlich auch eine Sichtweise zu Parteien, aber ich denke, man muss einfach jetzt mal auch diese Sichtweise zu Parteien rauslassen, weil es geht ja erstmal auch um die Person. Ja, und ich bin da immer, ich lasse mich auch nicht so in links oder rechts oder irgendwo hin schieben von meinen Ansichten, sondern meine Ansichten gehen hin zur Suche auf zur Wahrheit und zum Umsetzen von Ethik wieder. Und da ist es egal, für welche Partei du arbeitest oder für die du dich aufstellen lässt. Es geht um den Menschen, was er will und welche Überzeugung er hat oder welche Ziele er hat und welche ethischen Grundsätze er hat. Oder was wie siehst du das, was? Ja, das ist genauso. Und das ist, ich habe es auch von anderen Leuten, von anderen Parteien gehört, das Schwierigste ist zum Teil innerhalb der eigenen Partei, weil da haben wir natürlich auch verschiedene Interessen. Und wenn man zum Teil auch mit dieser Impfgeschichte, wenn man das vertritt, oder dann tritt man zum Teil auch anderen auf die Füße, die sich als Fachleute verstehen, und da kommt einfach irgendein wildfremder Bauer und erzählt was von Impfungen und beansprucht, dass er was davon versteht. Aber wir haben es natürlich an unseren Tieren erlebt, und dann sind wir dann schnell mal Fachleute gewesen, und Leute, die da Pharmazie studiert haben, die konnten das gar nicht glauben. Und da hatten wir ich hatte die größten Widerstände auch in der Fraktion der Grünen zuerst, bis sie dann verstanden haben, hey, da läuft was schief. Also, und die Partei, logisch, das ist für die meisten ein Vehikel, aber eine gewisse Unabhängigkeit muss man sich natürlich auch innerhalb der Partei erkämpfen. Ja, nee, und ich finde das auch richtig. Ich meine, ein Blick über die Grenze jetzt hier mal in die Bundesrepublik, da gibt es ja auch die Grünen oder die Grüne Partei, und da gibt es auch unterschiedliche Fraktionen, und da gibt es zum Beispiel welche, die das aufdecken mit den Chemtrails. Ja, aber das ist nicht unbedingt Teil der Bundespolitik der Grünen. Man muss da also immer sehr detailliert auch auf die Gruppierung oder auf die Menschen, die in dieser Partei tätig sind, Acht geben. Und ich denke, da Urs Hans ist da ganz klasse, sticht da hervor als jemand, der wirklich was ändern will in die richtige Richtung, oder? Ja, das versuchen wir natürlich, das ist so. Eben Parteien sind auch ein Mittel zum Zweck. Sie haben auch wirklich einen gewissen Sinn natürlich, und die Ausrichtung insgesamt, da kann ich sehr gut dazu stehen, bei den Grünen zu sein, aber eben auch mit dieser Impfgeschichte, da wird man dann schnell halt in die Nähe von Verschwörungstheoretikern gestellt, und das musste ich mir schon x-mal anhören, bis sie dann merken, wenn man dran bleibt, dass eben was hängen bleibt dran, und dann respektieren sie es dann schon auch. Oder? Aber da hast du natürlich recht, und deswegen spreche ich in meiner Sendung auch nie von Verschwörungstheorien, sondern nur von der Verschwörungspraxis. Ja, das ist der große Unterschied, ne? Aber gut, das wollen wir auch nicht weiter diskutieren. Jetzt sind wir so am Ende unseres Teils des Interviews. Urs, hast du noch was Wichtiges unseren Zuhörern mitzuteilen, und gib auch nochmal deine Webseiten bekannt, damit man auch nochmal von dir was erfahren kann?
Ja, also die Webseite sieht einerseits www.bauernverstand.ch. Das heißt eigentlich einfach, dass die Bauern auch einen Verstand haben und den behaupten wollen. Und dort ist die Impfgeschichte, dann ist Public Eye on Science. Das ist eben das eigentlich öffentliche Auge auf die Wissenschaft, weil das läuft alles nicht öffentlich, das läuft alles auf Wissenschaftsenglisch. Und kein Schweizer versteht das, der nicht gerade Englisch kann. Und das ist die Geschichte. Da haben wir eigentlich das Babylon, wo eben niemand mehr die Sprache versteht. Oder vieles entschieden wird in einer Sprache, welche das Volk nicht spricht. Ja. Und dann kam dazu eben die www.menschenverstandschweiz.ch. Das ist die Geschichte mit der Humanimpfung, also Schweinegrippe haben wir damals. Das wird jetzt wieder etwas aktiviert und Gentech-Seite auch, Public Eye. Und das andere ist jetzt die politische Website, das ist www.urshans.ch. Und dann gibt es, wenn Sie den Betrieb anschauen wollen, www.hansöko, das ist der Betrieb, wo wir unser Bauernbetrieb, da sieht man sogar die Alp drauf und den Hof. Ja, super, das ist ja klasse. Also ihr seht, er ist überall aktiv und auf dem neuesten Stand der Technik, ist also informativ und kommunikativ ganz weit oben. Und ich glaube, das Programm von Urs Hans lässt sich sehen und wir müssen ihn alle unterstützen. Ich danke dir, Urs, dass du uns so zur Verfügung gestanden hast. Und wir zeichnen ja alles auf und wir machen auch ein YouTube und wir schicken dir es dann zu. Vielleicht können wir dir auch damit etwas helfen. Herzlichen Dank und viele Grüße an alle, die zuhören, weil es ist wichtig, dass man, jeder soll einfach sich Fragen stellen und dafür einstehen und dann werden wir eine bessere Welt haben. Ja, so, und wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, weil ich dem Hans auch noch was sagen möchte in der kurzen Pause und dann sind wir gleich wieder zurück. Hier ist der Detlef vom Wakeness Radio im United Strike Radio Marathon. Also bleibt alle dran. Bin gleich wieder da. This is United We Strike Radio on the International Community Radio Network. Don't buy, don't comply, ask why. UnitedWeStrike.com Radio.